und es ist Bela Kern. Hinter der Kamera ist der Bela. Ja. Bela ist richtig? Bela ist richtig, ja. Wie der von den Ärzten? Genau. Ja, Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Dafür gibt es für dich die Tagesaufgabe. Ja, okay. Es ist der Punkt, an dem du dich jetzt freuen kannst. So, ja. Ja, ich freue mich. Super. Darf ich kommen? Ja. Doch, hört schon. Hört nicht kommen. Wir sind morgens im sächsischen Vogtland in Pausa mit Robby Parke verabredet. Es geht um seine neue Photovoltaikanlage. Jetzt haben Sie endlich diese Photovoltaikanlage, Herr Parke, aber es läuft nicht. Was ist denn los? Ja, dank unserer Firma Thüringer Energienetze, die dafür zuständig ist, dass eben die Anlage in Betrieb genommen werden kann, ist es so, dass ich die Genehmigung nicht habe. Ich brauche einen neuen Zähler, ich brauche einen neuen Hausanschluss. Das zieht sich mittlerweile jetzt seit 6 Monaten und immer ist noch nichts erledigt. Was haben Sie denn schon versucht? Ich habe die Firma angeschrieben. Mein Elektriker hat 2-mal die Firma angemahnt, auch mit der Drohung, dass anschließend das Fernsehen kommt. Ja. Alles das hat nichts geholfen. Es gibt noch nicht mal eine Antwort und wir warten immer noch auf die Genehmigung und auf den Tausch. Das heißt, Sie kennen noch gar keine Begründung dafür, warum es sich so lange schon verzögert, mittlerweile ja ein halbes Jahr. Nein, wir kennen keine Begründung. Und das ist das Schlimme, dass man sich mit denjenigen Leuten überhaupt nicht in Verbindung setzen kann, weil ohne Antwort keine Kommunikation. Und dann steht man hier am Ende der Kette als Kunde, will die Energiewende mitgestalten und hat ziemlich viel Geld investiert und kann die Anlage nicht in Betrieb nehmen. Wie viel haben Sie denn insgesamt investiert? Das kann man ja sagen. Ja, es geht hier um ungefähr 16.000 Euro, die wir ausgegeben haben, nur um unser eigenes Auto dann mit grünem Strom zu betanken und unsere Büroelektrik tagsüber mit eigenem Strom zu versorgen. Robby Parke zeigt uns seinen Zählerschrank. Der Zähler, der dreht sich nur in eine Richtung, nämlich wenn man Strom abnimmt. Und in dem Moment, wenn man Strom produziert, dann dreht er sich in die andere Richtung. Ja, so ist es im besten Fall. Bei Ihnen leider noch nicht. Nein. Und weil eben der neue Zähler beide Richtungen erkennen kann und der alte Zähler nur eine, ist der neue Zähler notwendig. Herr Parke, dann verraten Sie mir bitte, was können wir heute für Sie machen? Heute können Sie für mich machen, dass ich die Zusage erhalte von der TGN, dass dieser Hausanschluss und dieser Zähler zeitnah getauscht werden und ich meine Anlage in Betrieb nehmen kann. Das ist heute unsere Tagesaufgabe. Bela, wir haben den Film angehalten. Was tippst du? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ich tippe, ihr schafft es. Auf jeden Fall. Erster Anlaufpunkt ist ein Elektriker im benachbarten Schleiz. Hallo. Morgen. Wir sind vom 80 ran. Einmal zum Herrn Elschner, bitte. Ich hoffe, er ist da. Ja, ist da, aber er ist genau auf einem Platz. Von Uwe Elschner wollen wir wissen, welche Erfahrungen er mit der TEN hat. Thüringer Energienetze und da speziell wieder der Einspeiser ist halt ein Verein, der sehr schwierig aufgebaut ist, der sehr umfassend aufgebaut ist, wo natürlich alle Belange von Photovoltaikanlagen, Einspeiseranlagen bearbeitet werden. Und leider Gottes ist es halt in Deutschland so, dass es für jeden Vorgang ein Formular gibt und bei der TEN ist das Formular noch ein bisschen ausführlicher. Aber im Allgemeinen ist es ja sinnvoll, dass immer mehr Photovoltaikanlagen entstehen. Ja, auf jeden Fall. Aufgrund der hohen Strompreise, die wir momentan haben, sind natürlich alle Leute bestrebt, selbst Strom zu erzeugen. Die staatlichen Vorgaben machen die Leute verrückt. Die Informationen aus Funk, Fernsehen und Presse tun ihr Übriges dazu. Jeder ist unruhig, jeder möchte etwas für sich tun, aber in der Praxis das umzusetzen ist sehr schwierig. Wir haben momentan einen Bearbeitungsstand von 1/2 bis 1/3 Jahr. Aber momentan halt auch diese Lieferzeiten für PV-Anlagen und so weiter. In dem speziellen Fall, wo die Anlage schon da ist, das ist übelst ärgerlich für jeden Betroffenen. Aber gerade im Kundenzentrum Schleiz zum Beispiel werden da immer Lösungen gefunden, dass wir das irgendwie vom Tisch kriegen. Wir fahren zum Schleizer Kundenzentrum der Thüringer Energienetze. Hallo, wir sind schon mal hier dran und können gerne mal mit der Leitung sprechen wollen. Wir haben eine Tagesaufgabe, die für Sie sicher ganz einfach zu lösen ist. Ja, aber wenn Sie jetzt bei uns hier eintreten, dann brauchen wir schon gerne erstmal unsere Presseabteilung. Weil ich da nicht ganz so schnell jetzt Okay, alles klar.
Teamleiter Holger Leube stellt eine Telefonverbindung zur TEAG in Erfurt her. Hallo, hier ist der Mario, die Richard am DR-Fernsehen macht sich ran. Grüße Sie. Ich grüße Sie, Martin Schreiber, ich bin der Pressesprecher. Bevor wir nach Erfurt fahren, treffen wir einen Thüringer Landtagsabgeordneten. Herr Gleichmann, jetzt glaube ich mir für den Start gleich mal einen Satz von Ihrer Webseite. Hier steht, ich bin überzeugt, dass wir alles in der Hand haben, um die Energiewende sektorenübergreifend zu einem Erfolg machen zu können. Und dann hören Sie so einen Fall wie heute, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, das ist natürlich total ärgerlich, weil das sind ja gerade die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, quasi die Energiewende anzupacken, selber anzupacken. Und das ist natürlich ganz schädlich, wenn in so einem Fall eben dann der Anschluss nicht geschehen kann. Also das funktioniert natürlich, so funktioniert die Energiewende nicht. Und es ist kein Einzelfall? Das ist leider kein Einzelfall. Das wird uns auch von vielen Stellen berichtet, auch mir als energiepolitischen Sprecher. Und wir haben dazu auch schon Gespräche geführt, unter anderem der TEN bzw. der TEAG. Und haben auch so ein bisschen die Hintergründe mittlerweile beleuchtet. Ja, was kam dabei raus? Dabei kam raus, dass es zum einen an dem berühmten Fachkräftemangel liegt. Also die kommen einfach mit den Anträgen, die dort liegen, nicht hinterher, die zu prüfen und dann freizuschalten. Und auf der anderen Seite aber eben auch an dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, was vom Bund gestaltet wird, dass eben dort eben diese eng gefasste Regelung notwendig ist, um die Freischaltung am Ende auch erfolgen zu lassen. Weiter geht's zur Zentrale der TEAG nach Erfurt. Hier wird sich heute unsere Tagesaufgabe entscheiden. Hallo Herr Schreiber, jetzt persönlich. Sie ja. haben ja also so einen tollen Tag geschafft mit so viel Arbeit. Es tut mir fast ein bisschen leid. Das war aber eine ganz schöne Aufgabe, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Wir können jetzt mal schauen zu unserem Sachbearbeiter. Das ist der Herr Hundertmann. Und der hat den Vertrag für den Herrn Palke, glaube ich, sogar schon fertig. Der zuständige Kollege erwartet uns bereits. Wir haben jetzt die Anschlusszusage für den Herrn Palke erstellt. Der Herr Palke wird die jetzt zugesandt bekommen, wird sich dort mit der Kollegin, also auf der Seite 2, finden sich quasi die Telefonnummern der Kollegin, mit der der Zählertermin oder Zählerwechseltermin stattfinden soll. Und wenn dies erfolgt ist, setzt er sich mit seinem Elektrofachbetrieb in Verbindung und dann nehmen sie gemeinsam die Erzeugungsanlage in Betrieb. Und somit kann sie danach benutzt werden. Die Netzverträglichkeitsprüfung ist unsererseits abgeschlossen. Der Anschluss ist dafür geeignet, für die Einspeisung von 8 kW Erzeugungsleistung. So wäre der weitere Verlauf. Ja super, wir freuen uns. Und wir würden das auch im Prinzip gleich mitnehmen und dann symbolisch übergeben. Genau. Geht halt auch noch schneller als auf dem Postweg. Richtig, genau. Das ist natürlich möglich. Ja, nee, es freut uns. Super. Aber momentan, Sie haben es am Telefon auch schon angedeutet, es ist einfach schwierig, weil so viele Aufträge und Anfragen momentan deswegen unterwegs sind. Also wir haben wirklich große Probleme. Das liegt einfach daran, weil die Zahl der Anträge für Einspeisungen von Photovoltaikanlagen, EEG-Anlagen hat, ich will nicht sagen explosionsartig, aber doch enorm zugenommen. Wir haben jetzt schon mal zum Vergleich im vorigen Jahr ein Rekordjahr gehabt an Anmeldungen und die Zahl der Anmeldungen haben wir in diesem Jahr schon im Juni wieder erreicht. Also es geht, also 3-, 4-, 5-fache steigen die Anmeldungen an und wir müssen da jetzt auch überlegen, manchen Teilen des Netzes sind wir schon physikalisch an den Grenzen, da muss Netzausbau betrieben werden und wir können eben auch leider nicht mehr alle so zuschalten, wie wir das gerne hätten. Also sofort auf der Stelle geht leider nicht, wir kämpfen da wirklich mit einem Anlagenantragsstau. Und das hat leider auch zur Folge, dass bis zu 6 Monate die Bearbeitungsfrist dauern kann. Spät geht es zurück nach Pausa. Was denken Sie denn? Ja, ich denke, dass ihr Profis seid. Warum? Ja, warum? Weil sich jemand gemeldet hat, bevor ihr selbst hier seid. Ach, ernsthaft? Ja. Dann waren das keine Profis. Was haben Sie denn erzählt? Ja, und zwar ein Herr Richter rief mich an von der Firma TEN und hat gesagt, dass er morgen den Zähler tauscht. Aha, na wunderbar. Und hier habe ich das Ganze nochmal schriftlich. Im Prinzip ist hier die Bestätigung drin, eigentlich sollten Sie die Person, die da drin ist, anrufen und einen Termin ausmachen, aber wenn es morgen schon läuft, das ist ja schneller als von Ihnen erwartet. Das ist ja quasi dann übererfüllt. Ja, also ich kann nur erstmal vielen Dank sagen. Das hätte ich allein nicht geschafft und ich bin glücklich. Ja, also fassen wir es zusammen. Tagesaufgabe heute ist erfüllt. Glückwunsch! Ja.